Gegeben ist die Funktion f mit f von x ist gleich 4x minus x². Abbildung 533a zeigt Ihnen Graphen df sowie die Tangente an df in den Punkten mit der x-Achse. Weisen Sie nach, die Tangente an df an der Stelle x ist gleich 0 hat die Stellung 4. Die beiden Tangenten schneiden sich in Punkt s. Rechnen Sie den Abstand des Punkts s vom Ursprung. Gegeben ist die Funktion f mit f von x ist gleich 4x minus x². Abbildung 533a zeigt Ihnen Graphen df sowie die Tangenten an df in den Schnittpunkten mit der x-Achse. A. Weisen Sie nach, die Tangente an df an der Stelle x ist gleich 0 hat die Stellung 4. Gut, wie löst man das? Ja, bitte. Ja, also das heißt, Sie leiten das ab. Können Sie mir gleich die Ableitung diktieren? 4 Minuten. Ja, und jetzt, was müssen Sie dann da machen? Ja, bitte. Also f von 0. F so. Von 0. Und das ist 4 und das ist quasi dieser Nachweis. So eine Aufgabe, wenn Sie mit der Aufgabe zurechtkommen, kein Ding. Wenn Sie mit der Aufgabe nicht zurechtkommen, da sind Punkte benannt. Es ist am intelligentesten, Sie berechnen diese Punkte. Also als erstes wurden die Schnittpunkte mit der x-Achse, erwähnt. Da müssen Sie das zu 0 setzen oder 4 minus x mal x gleich 0 oder x gleich 0. Oder x gleich 4. So, das heißt, jetzt haben Sie diese beiden Punkte gerechnet. Dann wurden die Tangenten erwähnt. Wie berechnet man eine Tangente? Ja, bitte. Diktieren bitte. Ja, feiner. Also denken Sie dann, die Ableitung ist die Steigung. Bitte diese Formel auswendig lernen, es handelt sich hierbei um eine Punktsteigungsform. So, jetzt ist die Frage, was ist da das U? Ich setze zunächst mal das ein und Sie überlegen sich, was das U ist. Das F' ist das hier. Mal x minus U, das bleibt. Und das F von U ist das da oben. Und bitte, da muss ein Plus stehen, da steht öfter mal ein Mal im Abitur. Und dann gibt es nur noch Katastrophen. So, was muss ich jetzt einsetzen? Welche Werte? Die ich hier gerechnet habe. U1, also U gleich 0. Das ist quasi das x1. Und da, von dem wissen wir ja auch schon, dass da Steigung 4 hat. Das bräuchte man theoretisch eigentlich gar nicht rechnen. Das sieht man. Also, wie gesagt, wenn Sie da schneller vorgehen als ich, das ist völlig in Ordnung. Also viel schneller, also nur ein Ergebnis hinschreiben reicht nicht. Aber so, also das heißt, wenn ich jetzt u gleich 0 einsetze, dann steht hier 4x plus 0, also y gleich 4x. Und wenn ich einsetze u gleich 4, dann muss ich das mal schön machen, habe ich y ist gleich 4 minus 2 mal 4 mal x minus 4 plus. Und das hier hinten muss 0 ergeben, ist ja eine Nullstelle. Ich schreibe es trotzdem hin, 4 mal 4 minus 4 Quadrat, erwarteterweise die 0. Sie hätten eventuell auch mit Symmetrie argumentieren können, dass hier auf jeden Fall die Steigung minus 4 rauskommt. Und wenn Sie es ausmultiplizieren, minus 4x plus 16 gibt das. So, das nächste, was Sie machen, ist diese beiden Geraden schneiden. Das heißt, Sie rechnen 4x gleich minus 4x plus 16. Kriegen raus x gleich 2 und y gleich 8. Das heißt, dieser Punkt S ist 2-8. Wenn Sie aus Symmetriegründen erkennen, dass der x-Wert von S 2 ist, dann schreiben Sie das hin. Muss aus Symmetriegründen in der Mitte sein, habe ich nichts dagegen. Also gilt als richtig, das hier ist eher umständlich, wie ich es gerechnet habe. So, jetzt fehlt uns noch der Abstand. Wie rechnen wir den Abstand aus? Ja, Abstand mit dem Pythagoras. Auch das dürfen Sie direkt machen im Abitur und müssen das nicht noch erklären. Also das ist diese Länge hier und diese Länge hier. Mit dem müssen Sie Pythagoras anwenden, also 2,8. Also ist d von 0s gleich Satz von Pythagoras, Wurzel aus 2 Quadrat plus 8 Quadrat, das ist Wurzel 68,
Und das dürfen Sie dann auch so stehen lassen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Sie dürfen da auch noch teilweise Wurzel draus ziehen. Also, was weiß ich was, das ist 2 Wurzel 17, glaube ich, oder so. Stimmt das? Wird schon stimmen. Gibt es da Fragen dazu?